So, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play die Reeperbahn-Simulation. Witzigerweise muss ich direkt zu Regina und hier das Ausstattungslevel wieder erhöhen. Ja, wir machen ja ab jetzt 3 Tage pro Folge. Jetzt kommt auch gleich die Kinocharts, das weiß ich ja immer. Kommt in einem. Wir müssen, also wenn wir 3 Tage haben, können wir viel machen. Und jetzt zum Beispiel seht ihr hier, Herbertstraße sind wir total am sabotieren. Bringt das was, die nochmal für einen Tag Kinocharts? Ja, die machen wir gleich. Da können wir ganz billig Anteile abstauben, die wir dann später wieder sauteuer verkaufen können. Bringt das jetzt nochmal für einen Tag zu sabotieren? Dann machen wir es einfach nochmal. Wir haben es ja, auch wenn wir vielleicht jetzt gerade ein bisschen unnötig Geld ausgeben. So. Das war der große Clou vom letzten Mal. Wir haben sabotiert, sabotiert und haben Anteil uns gekauft. Jetzt können wir uns leider nur einen einzigen Anteil kaufen. Wir müssen uns mal merken, 2,7 hat das gekostet. Schreibe ich mir mal hier auf, dass wir das so wissen, für was wir die Anteile eigentlich holen wollen. Schon wieder die nächste Sabotage. So, die Kinocharts, ja, das war das nächste Problem. Ne, wir gucken jetzt erstmal kurz nochmal auf die Immobilienkarte, ob nicht noch irgendwas frei geworden ist, was man sich holen könnte. Ne, momentan nicht. Momentan sind wir hier einfach dabei. Und haben so viel Kohle und kriegen gleich noch mehr rein. Alles sehr, sehr interessant. 6 Uhr, ich gehe kurz zu den Landungsbrücken und dann kommen die Kinocharts. So, da sieht's gut aus. Jetzt kommen die, müssen wir erstmal wieder die Hütten hier sauber machen. Da gehe ich jetzt hier einfach so schnell durch. Sonst ist da nichts. Gut, die Kinocharts. Die lieben Kinocharts. Lassen wir das mal, das ganze System weg, was ich sonst immer hatte. Füllen wir das einfach mit beliebigen Filmen aus der Top 10 auf, dann wird es ja schon ganz gut sein, denke ich mal. Jetzt entwickle ich doch gerade wieder ein System, aber naja. Ja, mache ich eben. Währenddessen könnt ihr euch die netten Titel durchgucken. Die Latte von Leipzig. Ich finde es immer noch der genialste Name mit. Ja, 24.000 habe ich. Ich weiß gar nicht, was ich mit 24.000 machen soll. Vor allem, wenn keine Immobilienanteile frei werden. Ja, das ist noch so eine Sache, die noch hinzukommt. Der Pauli-Kurier, das ist der, den ich so krass sabotiert habe, wo jetzt aber keine Anteile erstmal mehr frei geworden sind. Da muss man dann noch abwägen, ob sich das lohnt, noch weiter da zu sabotieren. Ob er jetzt nochmal draufhauen sollte. Das hat ja alles schon mal gekostet. Aber eigentlich ist das so. Wir haben die Kohle, also drauf damit. Ja, wollte jetzt mal kurz in unsere Brauerei gucken, wie es da aussieht. Der Index geht jetzt höher. Was muss ich den Index bringen? Ein bisschen höher als das. Ja, wir gucken einfach mal. Kriegen das schon hin. Eine Party haben wir gemacht, die schmeißen wir am nächsten Tag dann wieder. Heute ist noch ganz wichtig der Boxkampf, der kommt. Ja. Oh, sogar ein bisschen Ruhe. Eine kleine Ruhephase. Ich wollte mir aber den Immobilien mal angucken. Wie lange denn da noch was dauert? Ich weiß nicht. War das der Pizzeria, die wir als erstes angefangen haben? Nur 16 Tage. Ja, das dauert. Oder war es das Hotel? Noch 10 Tage. Ah, das Hotel war es. So, letzter Kampf gegen Glatzenhansi. In der letzten Folge haben wir ja 3 Stück gehabt und alle drei natürlich gewonnen. Oh, jetzt habe ich mich hier treffen lassen. Alle drei natürlich gewonnen.
Und ich bin gespannt dann, wie es... Och Gottchen. Wie es dann gegen Uschi wird. Unglatzen Hansi ist kaputt. Jetzt spielen wir gegen Uschi. 24 Stunden bis zum ersten Kampf gegen Uschi. Ja, gleich ist 23 Uhr. Das heißt, wir wissen dann auch wieder, wie die neuen Immobilienanteile ausgelegt sind und wie viel Kohle wir jetzt mittlerweile haben. Das ist der Wahnsinn. Bei der Herbertstraße sind zum Beispiel schon wieder zwei frei geworden. Ach, nicht die... Hat es sich das da gelohnt, noch einmal zu sabotieren? Vielleicht für zwei Anteile? Ja, um die Sachen so billig zu halten, lohnt es sich auf jeden Fall immer. So. Vor allem, weil die Miete da so geil ist. So, dann war oben, habe ich noch gesehen, wo ist noch was frei geworden? Regina Eros sind wir eigentlich schon die ganze Zeit, ist da was frei, ja? Da müssen wir jetzt abwägen. Lohnt es sich da jetzt praktisch drauf zu hauen? Ist auch nur noch 10 Tage. Oder erstmal verkaufen. Das machen wir schon gleich. Da hauen wir gleich nochmal schön drauf. Bin ich jetzt gerade ein bisschen perplex. Was wollte ich jetzt gerade machen? St. Pauli Kurier, wollte ich da mal zuschlagen? Oh, da sind wir schon bei... Da wird schon mehr und mehr jetzt gerade frei. Ich könnte es mir auch einfach holen für den Anteil jetzt hier. Nee, aber was ich gerade vorschlagen wollte, lass doch bei Regina doch das so machen. Zu Regina hingehen. Weil wir es doch eh besitzen wollen, verkaufen wir jetzt einfach alle Anteile. Und hauen auf die gute Frau nochmal total drauf. So, und da wir ja eh sabotieren wir hier nochmal für 14 Tage. Für 7 Tage. Ja, ja, egal. Nochmal das komplette Programm. Das geht ja jetzt schnell, ne? Über 50.000 und jetzt holen wir für 1.400 da einen Anteil. Jeweils. Das ist ein Witz. Nur für 1.200 sogar nur. Das habe ich nur 1.400 gelesen. Und werden die nachher für einen Riesenpreis verkaufen wieder, wenn die ganzen Sabotagen abgelaufen sind. So macht das auf jeden Fall eindeutig Sinn. Jetzt könnten wir zum Beispiel, wäre das auch so ein Thema, Hotel 24 läuft auch ab. Könnten wir eigentlich genauso machen. Läuft in 9 Tagen ab, könnten wir genauso rangehen. Vorher jetzt erstmal schnell alles verkaufen. Weil da gehört uns ja alles. Und jetzt hauen wir nochmal die komplette Sabotage von uns drauf. Guck dir mal, wie viel Kohle wir da oben haben. So. Und jetzt kaufen wir hier die Anteile. Und machen hier puren Gewinn machen wir gerade. Ist der Wahnsinn. Das können wir mit jedem Scheiß machen, den wir hier machen. Das machen wir auch mit jedem Scheiß. Was waren da noch? Ich glaube, jetzt kommt Pizzeria, oder? 15 Tage. Können wir genauso machen. Wobei es sich natürlich ab einem gewissen Wert auch nicht mehr lohnt. Muss man ganz ehrlich auch sagen. Wenn die Einnahmen da zu gering sind oder die Anteile. So.
Aber guck mal, wie wir das runterkriegen. Ich glaube, wir kriegen das bestimmt auf 1000. Sogar auf unter 1000 kriegen wir das. Ihr habt gesehen, wir haben mit 68.000 angefangen. Wir haben Gewinn gemacht. Verrückt, aber wir haben Gewinn gemacht. Jetzt gleich kommt der erste Kampf gegen Ushi. Ich bin gespannt. Oh Gott, sie sieht aus. Guckt euch mal, wie blöd die guckt. Die reißt den Mund auf. Die sieht eher aus wie ein Mann. Das sieht echt so hässlich aus, was sie da anhat. Vor allem, wie wird dieses Oberteil gehalten? Von was denn, bitteschön? So. Uschi ist besiegt. Muss ich die jetzt mehrfach besiegen oder reicht das jetzt hier? Ja, mal direkt den nächsten Kampf gegen Uschi ansetzen schon mal. Dann gibt es hier noch einen. Ne, wir gehen jetzt zurück und wir machen ja immer mehr Kohle, ne? Das soll ich klar machen. Ne, wir gehen jetzt hier hin. Gucken uns an, was wir noch sabotieren. Golden Stiletto sabotieren wir doch auch. Die landet auch noch. 17 Tage können wir genau dasselbe Spielchen machen. Und da wird es richtig viel Kohle geben. Ich warte noch kurz bis 12 Uhr. Zack, können wir noch mehr dazu bekommen, damit wir auch noch alles haben. Und jetzt alles verkaufen. Und alles sabotieren. Ja, ich fliege da so ein bisschen durch. Oh, ich hätte eine Party machen wollen. 100, so, jetzt haben wir für zwei, also ist der Wahnsinn. Der Trick ist der Hammer und er lohnt sich vor allem, wenn man alle Anteile von etwas besitzt. Jetzt sind wir bei 106.000, die ich so habe. Ich bin ja nur noch am Kopfschütteln gerade. Ich meine, dasselbe Spielchen können wir doch auch mit der Kiezbrauerei machen. Wobei, da ist wahrscheinlich das Gefährliche, wenn ich das mache, wenn ich meine Anteile verkaufe, dass ich dann da rausfliege, oder? Oder was hat uns denn noch so. Was kostet denn noch so viel, was wir schon komplett besitzen? Der Gloria-Palast hat auch viel gekostet, ja. Machen wir dasselbe im Gloria-Palast. Erstmal gehen wir schnell zu den Landungsbrücken. So, Landungsbrücken. Kurz hier gucken, ob irgendwas renoviert werden muss. Natürlich muss natürlich immer was renoviert werden. Okay. Party wollte ich machen. Schaumparty. Boah, mir fehlen nur noch 5 Anteile, dann habe ich sowieso alles, was ich hier brauchte. Nee, wo wollte ich jetzt hingehen? Gloria-Palast. Alle Anteile verkaufen. Also praktisch zum selben Preis, zu dem ich sie eingekauft habe. Und jetzt. Na. Sabotage abwenden. So, und jetzt selber nochmal sabotieren. Das ist der Hammer. Also, es ist natürlich total einfach, der Trick. So, jetzt kriegen wir das wieder zu Billigpreisen. Ja, Wahnsinn. Die haben 130.000 hier. Nein, ich will nicht zum Hauptmenü. Ja, machen wir weiter. Hab ich schon bei der Pizzeria gemacht? Naja, klar, hab ich's bei der Pizzeria schon gemacht. Golden Stiletto habe ich's auch gemacht, ja. Das habe ich doch gerade gemacht. Ich Traumtänzer.
ist nur geil. Heißes Eck wäre doch auch so eine Sache, oder? Würde sich da überhaupt lohnen? Komm, machen wir es einfach. Ich wette, bei heißes Eck, das kriegen wir so weit runter. Ah ja, genau, wir könnten auch noch nicht zum Hauptmenü. Wir können natürlich auch das Schutzgeld noch dafür viel krasser machen. So, ganz ruhig. Man muss halt nur, jedes Mal hat man mir gesagt, immer hingucken, weil das Schutzgeld neu verhandelt werden muss oben. Das lässt sich aber organisieren. So. Die komplette Palette. So. Und jetzt die Anteile für den Schnäppchenpreis kaufen. Ich hoffe, ich bin ja nicht zu schnell. Bin mir selber gerade schon fast zu schnell. Und jetzt kann ich auf Eingang gehen und kann hier das Schutzgeld nochmal komplett neu aushandeln. Alter Schwede. Ich muss dann nur oben drauf achten, dass die Zahlen. Das ist ja jetzt, nimmt er jetzt Ausmaß hier an. Im Hotel kann ich auch das Schutzgeld neu aushandeln. Gloria haben wir dasselbe ja. Oh, ich muss nochmal gegen Uschi kämpfen. Die Folge neigt sich auch schon zu Ende. Verdammt. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge. So, die haben wir natürlich besiegt. Da kippt der Wal um. War ich gerade eigentlich dabei, irgendein Schutzgeld neu festzulegen? Wenn ja, dann sollte ich das eben noch machen vor Ende. Ich glaube, das war vom. Ich mache es in der nächsten Folge. Ich werde das direkt am Anfang machen, weil ich die jetzt direkt auch aufnehmen werde. Macht euch da keinen Kopf. Gucken kurz in die Statistik rein. Ich habe mal nichts gesagt. Ich speichere einfach ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin.